Heute Thema Verdichtung. Verdichtung berechnen bzw. messen durch korrektes Auslitern. Ganz wichtiger Punkt, wird auch oft gefragt und das erkläre ich euch jetzt. Als allererstes müssen wir den Kolben auf OT stellen. Dafür benutze ich halt so eine schöne Uhr hier mit Magnetfuß. Könnt ihr aber auch mit einem vielleicht ja, ein bisschen semi-professionell mit einem Tiefenmaß machen oder einfach mal den Finger drauf halten. Wie auch immer, wir müssen jetzt OT bestimmen. Das zeige ich euch jetzt. Magnetuhr setze ich hier drauf. So, nehme ich mal ein schönes Höckerchen, damit man schön gucken kann, was die Uhr so macht. Und dann drehen wir langsam den Kolben nach oben. Und da bleibt dann irgendwann die Uhr stehen. Und dann weiß ich, da ist OT, der obere Totpunkt. Wird langsamer, bleibt stehen und geht dann wieder in die andere Richtung. Also drehen wir nochmal zurück. Da ist er. Kann man jetzt auch auf 0 drehen, aber zack, da ist er. OT, alles klar. Uhr hat ihren Dienst erfüllt, kann weg. Das ist Zylinder 1, Kolben Nummer 1, den haben wir schon gelitert. Und wir litern jetzt noch den vierten aus. Ich empfehle halt immer den ersten und den letzten, beim 15er natürlich dann den fünften oder sechsten, wie auch immer. Es kann ja natürlich auch sein, wir brauchen nicht nur eine Referenz, also dass wir sagen, wir litern den ersten und den letzten, sondern es kann ja sein, dass der Block zum Beispiel geplant ist und der ist schief geplant. Dann haben wir natürlich ein Problem. Und das wollen wir jetzt auch damit überprüfen. Optimal wäre natürlich, alle vier auszulitern, genauso wie beim Kopf. Aber heutzutage sind die Kolben schon so gut verarbeitet, das können wir uns eigentlich sparen. Also ich empfehle 1 und 4, beziehungsweise 1 und den letzten. Eins haben wir schon, dann gehen wir jetzt zum Nummer 4. In einer Spritze habe ich Fett, ganz normales Mehrzweckfett. Wenn ihr euch den Kolben anguckt, den kann man ja so hin und her kippen. Ja, das ist ja auch normal, der Kolben ist ja jetzt kalt. Wir müssen den Kolben aber jetzt abdichten zum Block hin, weil wir wollen ja nicht, dass die Flüssigkeit uns da vorbeiläuft. Nachher läuft die am Kolben hin vorbei und das wollen wir einfach damit verhindern. Und eine Sache ist ja auch die, wenn der Kolben nachher ja richtig warm ist, dann dehnt er sich ja auch aus. Und wir wollen das ja so bestimmen, wie es ja unter normalen Laufbedingungen ist, also wenn der Motor warm ist. So, einfach die Spritze da drauf, ein bisschen drücken. Kann auch immer ruhig ein bisschen mehr sein. Hier an der Tasche ist das immer ein bisschen tricky. So. Und lieber ein bisschen zu viel wie zu wenig. So, dann gucke ich mir das von oben nochmal an, ob da überall genug Fett drin ist. Hier in den Taschen da noch ein bisschen. Genau, so ein bisschen weg. So, jetzt der zweite Schritt. Fett außen drum herum. Da kommt gleich unsere Platte. Die ist auch mit dem Paket enthalten für euch. Im Do-It-Yourself-Kit. So. So, das ist also optimal vorbereitet. Jetzt kommt die Platte. Sieht man das so? Die habe ich halt vorgebohrt. Seht ihr jetzt gleich, oder wir legen es mal direkt drauf. Da sieht man es auch besser. So, ich habe die Löcher da gemacht, wo die Taschen sind, damit später die Luft besser da rauskommt. Weil wir wollen ja die Flüssigkeit da reinlaufen lassen und die Luft soll raus. Vorab als allererstes, das hatte ich jetzt vergessen zu sagen, braucht ihr eine Wasserwaage. Ja? Und zwar müssen wir sicherstellen, dass der Motor halbwegs gerade ist. Ne? Also wir müssen es jetzt hier nicht übertreiben, aber der soll schon irgendwie halbwegs gerade stehen. Einmal so und einmal so. Seht ihr gleich, wenn ich die Flüssigkeit reinlaufen lasse. Wieso, weshalb, warum. Jetzt haben wir hier Wasser vorbereitet. Extra ein bisschen eingefärbt, damit ihr das seht. Schweinchenwasser. Das ist unser Schweinchenwasser. Da ist unser Schweinchentape. Das gibt es aber nicht zu verkaufen. Ach so, und hier ist ja unsere Bürette. Das ist aus dem Labor. Damit mache ich das immer. Das ist natürlich wesentlich genauer. Nur das Teil ist aus Glas und auch relativ teuer. Das können wir natürlich nicht verkaufen oder nicht mit der Post schicken. Das wäre einfach zu viel des Guten. Deswegen machen wir das mit den Spritzen. Es ist vielleicht nicht so 100% genau mit den Spritzen, aber für den Zweck, wo wir das machen wollen, reicht das völlig aus.
So, dann kommen wir zur Spritze, große Spritze. Dann hier drauf. Und die machen wir jetzt erstmal voll. Die hat 50 Milliliter. Das passt optimal, weil am Kopf werden wir die brauchen, weil der Kopf hat das höchste Volumen. Da ist noch ein bisschen Luft raus. So. Das war ein bisschen zu viel. Luft ist fast raus. Das müssen wir auch, das Röhrchen auch leer laufen lassen. Jetzt setze ich die hier auf 50. Ich denke, das sieht man nicht so gut. Aber wenn ihr das selber macht, das seht ihr dann schon. So, das lassen wir hier leer laufen ein bisschen, weil das wollen wir ja nicht messen. Okay. Kurz die Hände abwischen. Stören auch. Bisschen heiß hier heute. Vielleicht kurz noch dazu. Wir haben ja Zylinder 1 eben schon bestimmt. Wir wollen hier bestimmen das Volumen im Block und das Volumen im Kopf. Als Einheit CCM, also Kubikzentimeter oder Milliliter. Ist die gleiche Einheit, kommt aus gleiche Haus. Und wir haben im Block, also den Kolben ausgeliefert, hat man 12 Milliliter und im Kopf 48. Und wir wiederholen das Ganze jetzt einfach nur für den Zylinder Nummer 4. So. Dann setze ich das mal da rein und lasse die Flüssigkeit da reinlaufen. Ihr müsst natürlich auch aufpassen, das ist jetzt Wasser. Da wird natürlich schnell anfangen zu rosten. Wir benutzen dann eine andere Flüssigkeit dafür, die ist geheim. So. Wenn das ein bisschen rauskommt, ist nicht schlimm, das ist marginal. Aber es ist überall ist die Luft raus. So, wir gucken mal auf die Spritze. Was haben wir jetzt hier? Ja. Also ich messe hier, das sind 10, 11, 12, 13, knapp 14. Na? So, dann tragen wir das hier ein. Zylinder Nummer 4 haben wir 14. Na, ist das schon mal, ist das schon was anderes als 12. Aber das ist nicht so viel. Das sehen wir später in der Berechnung. Jetzt empfehle ich, die Kolben ein bisschen runter zu drehen, damit uns das nicht rausläuft. Ja, das sieht gut aus. So, nochmal zurück. Ja, okay. So. Platte wieder weg, ein bisschen sauber machen und das aussaugen. Kann man auch eben eine kleinere Spritze nehmen, die haben wir auch dabei. Eben aussaugen, so, Flüssigkeit wieder weg. Dann ein bisschen sauber machen mit dem Lappen und dann direkt einsprühen mit WD-40 oder Öl, weil sonst fängt ratzfatz der Zylinder an zu rosten. Thema Kopf. Ja, das zweite, was wir messen müssen, hier Zylinder 1, den haben wir schon gemacht, hier ist Zylinder Nummer 4. Auch hier gilt das gleiche Spielchen, Kopf ist ja jetzt auch geplant worden, das heißt, wir wollen den zu dem vergleichen. Ja, wie gesagt, wenn er schief geplant ist, was auch immer, besser kontrollieren. Was auch sein kann, was ja die Verdichtung verändert, zum Beispiel, wir haben ja hier andere Ventile eingebaut. Ja, das sind jetzt hier Verrehrventile auf der Auslassseite und wenn ihr euch das anguckt, das ist zum Beispiel hier so ein kaputtes Originalventil. Das ist ja flach. Hier ist er flach. Und hier haben wir ja Mulden. Und das verändert dann zum Beispiel auch die Verdichtung. Das heißt, hier passt auch mehr rein. Wenn hier mehr reinpasst, haben wir weniger Verdichtung. Oder der Ventilsitz ist nachgeschnitten worden. Wenn Ventilsitz dreckig ist oder irgendwie beschädigt worden ist oder wir nehmen Ventile mit plus 1 mm, müssen wir einen anderen Ventilsitz reinmachen. Das heißt, die Ventilsitze müssen auch nachgeschnitten werden und eventuell sitzt das Ventil dann tiefer. Wenn das Ventil tiefer sitzt, haben wir auch wieder hier eine Veränderung vom Verbrennungsraum. Also das Verhältnis verändert sich dann auch wiederum. Deswegen ist es halt immer wichtig, einfach das auszuliefern und auszumessen. Für jeden Motor separat, individuell. Früher in der Rallye sind wir sogar hingegangen, wenn wir zu viel Verdichtung hatten, haben die alle Ventile einfach nachgeschnitten, die Sitze, damit die tiefer kommen. Und dann waren wir auf der Verdichtung, die wir haben wollten. Können wir uns heutzutage zum Glück sparen, weil wir das dann mit der Kopfdichtung einstellen können. Wichtig hier, Kerze drin, damit uns die Flüssigkeit nicht rausläuft und in dem Fall auch der Injektor. Ja, weil der spritzt ja auch direkt ein. Da nehme ich einfach so einen alten hier.
setzt den da rein. So, da ist er. Guckt hier vorne raus. Kann uns also auch keine Flüssigkeit rauslaufen. Auch wieder hier. Hier ist das ein bisschen einfacher. Mit dem Mehrzweckfett abdichten. Ein bisschen verteilen. Platte drauf. Mal besser so rum. Ein bisschen andrücken und fertig. So, jetzt holen wir uns wieder hier, machen wir uns die Spritze wieder voll. So. Luft raus. Nochmal. So. Jetzt eben hier den Schlauch ab, dass der leer läuft. Keine Ahnung, das wird nicht viel ausmachen, aber trotzdem. Nachher haben wir hier ein bisschen Messfehler, da Messfehler. So, wir wollen das ja so exakt wie möglich machen, auch mit diesem Equipment. So, lassen wir das mal reinlaufen, hier das Schweinchen Wasser. Da geht jetzt fast die ganze Spritze rein. Zack, da sieht man schon. Den Kopf habe ich mit der Wasserwaage auch richtig gerade gesetzt. Da kommt es oben schon raus. Eine kleine Luftblase haben wir da hinten, aber das ist egal. Ja, und was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir hier haben wir auch wieder 48. Fast 49. Nochmal 49. So, 49. Also vom Kopf sind wir relativ identisch, nur vom Kolben haben wir da irgendwie ein bisschen mehr. Ne? Aber das sind nur 2 Milliliter. So, und jetzt können wir diese Werte, ohne da jetzt auf die Formel einzugehen mit Pi und VH plus VC, bla bla bla. Dafür haben wir jetzt den Verdichtungsrechner gemacht bei uns auf der Seite. Die Werte könnt ihr dann einfach da eingeben und alles weitere berechnen. Das zeige ich euch jetzt. Ja, dann haben wir ja ein schönes Feature bei uns im Shop. Soweit ich weiß, hat das noch keiner. War auch ein bisschen viel Arbeit, das zu implementieren im Shop für euch. Das hier ist die Startseite. Am einfachsten, also es gibt verschiedene Wege, da reinzukommen. Am besten scrollt ihr ganz nach unten im Footer-Bereich. Muss ich gucken, wo das nochmal genau ist. Verdichtungsrechner, da ist er. Bei Shop Service, hier, Verdichtungsrechner. Da klicken wir jetzt mal drauf. So, da könnt ihr euch hier so ein bisschen Einleitung durchlesen, wie das Ganze funktioniert. Wenn wir ganz weiter nach unten scrollen, steht auch so, was ich so ein bisschen empfohlen habe, was bei bestimmten Motoren für Verdichtung zu empfehlen wäre. Hier zum Beispiel 2 Liter TFSI, den machen wir ja jetzt. Da haben wir dann bei 102 Oktan empfehlen wir eine Verdichtung von 9:1. So, natürlich in Abhängigkeit davon, was für eine Leistung wir fahren wollen. Hier bei 420 PS. Okay, und dann starten wir weiter oben. Ihr könnt halt hier den Motorcode wählen. Es sind nicht alle Motorcodes drin, aber fast alle. Wir ergänzen das auch immer wieder. Wir haben ja den BWA-Motor gemacht, das heißt, ich kann jetzt hier in die Tastatur direkt eingeben BWA und zack, dann spuckt er mir den da schon aus. Und dann sind auch schon alle Werte vorausgefüllt. Ihr seht hier die Serienverdichtung 10,3:1, also das ist das, was VW vorgibt, was der Motor haben soll. Da würde ich mich aber nie darauf verlassen. Wir haben einige Motoren kontrolliert, das passt eigentlich nie, ist aber für uns jetzt erstmal irrelevant. Wir sehen hier die Kopfdichtung, Serie ist 0,9 mm. Bohrung ist 83, also 83 der Kopfdichtung. Ist soweit okay. Jetzt muss ich gucken, wir haben den Motor ja aufgebaut auf 83. Ich hatte erste Übermaß, das ändern wir hier. Das ändert ein bisschen marginal das Verdichtungsverhältnis, wie ihr seht, direkt. Ne, das wird dann live direkt geändert. So, jetzt gehen wir weiter rauf. Und jetzt haben wir ja hier Kolbulde, also den Block. Das ist das, was wir am Block ausgeliefert haben. Und das ist das, was wir am Kopf ausgeliefert haben. Zusammen ergeben das diese Werte hier. Diese grünen Werte, das sind kalkulierte Werte, also die können wir jetzt nicht ändern. Aber wir können diese Werte ändern. Kolbenmulde haben wir auf dem ersten Zylinder, also im Block. Zylinder 1 hatten wir 12. Gehe ich weiter mit Tabulator, zack. Und da hatten wir 4,8 ccm oder Milliliter. Heißt, wir kommen jetzt auf eine Verdichtung von 8,7. Ja, wir hatten unten gesehen, ich empfehle ja eine Verdichtung von 9:1 ungefähr. Da ich aber zum Beispiel bei dem Motor nicht weiß, was für einen Sprit der Kunde hat,
tendiere ich eher so zu 8,5. Ja, dann haben wir auch ein bisschen Luft nach oben, lieber mit der Verdichtung ein bisschen runtergehen. Und das können wir erreichen, indem wir mit der Kopfdichtung jetzt spielen. 0,9 ist die kleinste Stärke der Dichtung, ist relativ wenig. Ich empfehle daher mal ein bisschen mehr zu machen. Den meisten Kunden empfehle ich immer 1,4. Schauen wir mal, was passiert. Na, da könnt ihr halt selber ein bisschen rumspielen. Jetzt sind wir bei 8,43. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir nehmen eine Dichtung 1,2, dann sind wir bei 8,5. Das ist so das Optimum, da wollen wir hin. Warum dickere Kopfdichtung? Es ist besser, immer ein bisschen Abstand zu haben, auch zwischen den Ventilen und den Kolben und auch zwischen, also zwischen Kolben und Quetschkante Kopf. Ja, also je mehr Spielraum wir da bekommen, umso besser ist das. Jetzt können wir zum Beispiel noch gucken. Ihr könnt ja mit den ganzen Werten hier rumspielen auch. Was war denn jetzt zum Beispiel, hatten wir auf Zylinder 4, hatten wir jetzt 14 ccm und im Kopf hatten wir dann 49. Ja. Da seht ihr schon, es ändert sich was. Wir sind jetzt bei 8,2. Ja, ein bisschen schon zu niedrig zu dem, was wir haben wollen. Ich nehme dann halt immer so einen Kompromisswert aus beiden Werten, Zylinder 1 und Zylinder 4. Wer es ganz genau machen will, der kann natürlich nochmal litern oder Zylinder 2 und 3 nochmal dazu litern, um das wirklich sehr, sehr genau hinzubekommen. Jetzt müssen wir ja zum Beispiel eine Kopfdichtung von wahrscheinlich 1 mm nehmen. Und so, wenn wir nichts dran haben, ist es so, es ist immer 0,9. Ja, also eigentlich müssten wir da weiter runtergehen. Ja. Und so könnt ihr halt selbst für euren jeden Motorcode das hier herausfinden. Oder ihr könnt das auch alles löschen und dann müsst ihr halt nur alle Werte selber eingeben. Na, Hub, Bohrung und so weiter. Das wird alles schön berechnet hier. Basierend darauf habt ihr dann hier oben, glaube ich, ja, da ist der Link hier zu den Kopfdichtungen. Zack, da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr hier unter den verschiedenen Marken euch die richtige Dichtung aussuchen. Wenn wir jetzt hier den Motor zum Beispiel suchen, das ist ja hier der hier, 2 Liter TFSI, ER113. Und dann habt ihr hier die verschiedenen Stärken. Ach guck, hier zum Beispiel 0,7. Na, dann hätten wir ein bisschen höher wieder von der Verdichtung. Wie gesagt, ich empfehle eigentlich immer diese Dichtung zu nehmen in Verbindung mit AAP-Schrauben. Ja, und das war's. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wie gesagt, bei Fragen, E-Mail schicken, anrufen. Wir sind immer für euch da. Bis dann.